Die Katharisation von Jascha Pergis sind Stücke, die mich schon seit sehr langem begleiten. In der letzten Zeit habe ich oft nur eine Auswahl daraus gespielt. Insofern bin ich sehr froh, in dem Konzert am 5. Juni auch wieder mal Platz für das ganze Werk gefunden zu haben. Ich möchte heute anhand der dritten Rezitation ein bisschen über das Stück erzählen und ein paar Details zeigen. Die Noten sehen so aus. Jeder Berufsstand hat ja seine eigene Art von Despektierlichkeit im Umgang mit dem, was ihn ausmacht. Musiker zum Beispiel sagen nicht Weihnachtsoratorium, sondern ich spiele ein WO. Und wenn man Noten wie diese sieht, sagt man, naja, das ist ein Fliegendreck. Ist es auf den ersten Blick auch. Wenn man aber sich dann genauer damit befasst, sieht man, dass es sehr genau strukturiert ist und nicht einfach nur sehr viele kleine Noten auf dem Blatt, sondern dass diese einem ganz genauen Plan folgen. Ein Plan, den man, finde ich, beim Hören auch wirklich verfolgen kann und bei dem es Freude macht, ihn zu verfolgen. Es ist eines der wenigen Stücke, die ich erst gehört habe, bevor ich sie gespielt habe. Und ich habe es wirklich sehr genossen, das, was ich davon verstanden habe, beim ersten Mal mitzukriegen. Wir sind bei der dritten Rezitation und die ersten beiden sind einfacher aufgebaut. In der dritten Rezitation ist es so, dass es am Anfang gibt es diese drei Töne. Jeder Ton ist sozusagen der Zielton einer Entwicklung, die aber erst nach und nach entsteht. Ich spiele es mal für den ersten Ton, die ersten sechs Stufen dieser Entwicklung vor. Wenn man schon genau gemerkt, wenn man genau zugehört hat, war zu merken, dass die dritte und die vierte Variante, die ich jetzt eben gespielt habe, gleich waren. Also es wird immer länger, es wird aber nicht regelmäßig länger. Manchmal bleibt es auch gleich, manchmal kommt relativ viel dazu. Das passiert mit dem ersten Ton. Mit den anderen beiden Tönen passiert im Prinzip das Gleiche, das ganze Stück über, wobei der letzte Ton sich dadurch auszeichnet, dass er von den Tonhöhen her ist es eigentlich die meiste Zeit der gleiche Ton. Er verändert sich nur in der Klangfarbe. Und auch das nicht immer. Also es gibt eine Stelle, wo ganz lang immer dieses Klopfen auf der Saite immer noch einer davor gesetzt wird und das also immer länger wird. Was sich auch gut verfolgen lässt, finde ich. So geht das eine ganze Zeit und dann plötzlich entwickelt sich ein anderes Element daraus. Also etwas, was vorher auch schon vorkam, verselbstständigt sich sozusagen und es passieren damit ganz ähnliche Dinge wie vorher. Also wenn man das zu Corona-Zeiten beschreiben würde man vielleicht sagen, da ist jetzt ein Virus aufgetreten und er vermehrt sich, aber er vermehrt sich genauso, wie sich die Sachen vorher auch vermehrt haben. Ja, früher hat man immer so gesagt, Wissen ist Macht, nichts Wissen macht nichts. Ich finde diese Stücke von Georges Apergus sind der beste Beweis dafür, dass das nicht so ist. Wenn man das weiß und wenn man davon was verfolgen kann, erhöht das die Freude an einem Stück ganz ungemein. Natürlich kann man es auch einfach so hören. Es ist einfach auch spannende und virtuose Cellomusik. Aber wenn man eben nicht nur dieses ganze Blatt voll Fliegendreck vor sich hat, egal ob man es nun sieht oder ob man es hört, sondern wenn man die Struktur, die Apergus da reingebracht hat, auch verfolgt, öffnet sich dann nochmal eine andere Welt. Der Vorteil des Einführungsvideos ist, ich werde jetzt, also zum einen kann man die Beispiele, die ich vorher gespielt habe, sich nochmal anhören. Ich werde jetzt zum Abschluss sozusagen des Videos diese ganze Rezitation, die knappe 7 Minuten dauert, am Stück spielen. Und auch da kann man ja, wenn man denkt, ah, ich habe irgendwas davon verstanden, aber nicht alles, anders im Konzert, kann man sich es einfach nochmal anhören. Gut, also viel Vergnügen bei der dritten Rezitation aus den Quatre Rezitationen von Georges Apergis.
Große Musik. Wem die dritte Rezitation schon gefallen hat, der kann sich freuen. Es gibt noch drei andere, 1, 2 und 4.
die ich am 5. Juni 1930 hier auf meinem YouTube-Kanal alle im Konzert spielen werde. Hoffentlich bis dann.